So this is the street view from Gegenbach to Gänsigtal. Gänsigtal and Schwarzwald. So here wouldn't begin. Hasselach. Hasselach in Gänsigtal. Es gibt Feuerwehrfestel dort, wo wir gestern waren. Was gibt es da? Feuerwehrfest. Aber es steht gar nicht drin in der Zeitung. Hat mich schon gewundert. Aber die Frau hat gesagt. Ja, die haben alles aufgebaut, das glaube ich schon. Aber heute? Ja, das wird aber saufen sein. Vielleicht gibt es Musik? Bleibt Musik? Thank you.
Kicken. Hm? Maisbilder. Wagen. Pause. Schön hier mit Wohnwagen. Irgendwo ja, immer Pause. Nee, das ist vorbei, sagt Matthias. Er überlegt sich, sein Wohnmobil zurückzugeben. Ja? Weil er nicht mehr frei campen kann. Warum? Immer mehr Verbotsschilder. Dass du nachts nicht da einfach stehen darfst. Ja? Ja. Warum in Tali? Sie parken einfach. Ja, da haben sie ja einen Stellplatz gemietet. Nee, in der Straße sind die manchmal. Thank you.
speziell ist wegen dem Stein hier. Stein everywhere. War SWR1-Reporterin Cornelia Stenull im Landkreis Rastatt. Und nach einem Kilometer rechts abbiegen. Auch das war ja umgeschaut. Wer ein möchte, bei dem so, was denn jetzt ausläuft, der sollte am besten auch etwas über dessen Herkunft wissen. Denn der Ursprung des Schnitzels ist ein Stein, ein Tier. Fleisch in guter Qualität. Das ist von Billingen, Billingen, Swinningen. Michael Seifermann aus Ottersweier überzeugt. Dem Schwein soll es gut gehen und mit Bauern nicht mit gar. Und dann ist man da hinkommen, wenn was, dann nur so. In die Tierwohlrichtung. Dafür hat er investiert Fischerbach. Und für seine rund 400 Schweine einen Tierwohlstall gebaut. Momentan was bedeutet das Fischerbach? Das heißt, mehr Platz für die Tiere. Die Schweine können raus in die Außenboxen, haben mehr Futter. Nach 500 Metern rechts ablösen in die Steinwasser Straße. Bei seinen Tieren selbst. Sind robust. So, jetzt welcome to Haslau. Macht es richtig Arbeit, die Tiere einzufangen. Das ist schon eine Veränderung gegenüber früher konventioneller Stall. Für eine gute Fleischqualität braucht es auch gutes Futter. Hier im Familienbetrieb der Seifermanns kümmert sich der Bruder darum. Mais, Gerste und genfreies Soja, alles Reibahn. Wird auf dem Hof angebaut und an die Schweine verfüttert. Markstar, generell ist Hassler. Der Umsatz bei Fleisch und Wurst im Einzelhandel in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen. Und derzeit schlägt auch die hohe Inflation zu Buche. Viele Menschen überlegen, ob sie überhaupt Fleisch kaufen und wenn ja, in welcher Qualität. Auch im Nachbarort Uhl ist das ein Thema. Für mich ist es ein Genuss, Fleisch zu essen. Für mich ist es jetzt nicht so, dass ich das jeden Tag brauche. Aber wenn ich halt Fleisch esse, dann möchte ich auf jeden Fall auch richtig gutes Fleisch auf dem Teller haben. Durch die jetzige Situation, Corona, Ukraine-Krieg, die Inflation, ist alles teurer geworden. Das heißt, wir essen. Hat die so deine Größe? Oder also, sie dünner? Normalerweise haben wir gleiche große M. Sie behauptet, sie ist jetzt schlanker. Trachtmuseum. Stadthotel Haslar. Jetzt rechts abbiegen und dann erreichen Sie Ihr Ziel. Ah, das ist jetzt die Klosterstraße. So, hier kann man sich doch hinstellen.